Hi, sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen Wettervideo hier am Strand von Maspalomas, beginnend heute hier an der Xalka. Wunderschöne Spiegelung, kein Lüftchen hier. Ja, heute der 20. Juli 2022. Und weiter geht's zum Strand und da gibt es dann auch die aktuellen Wetterdaten. Ja, ihr seht, hier ist wenig Wasser drin in der Xalka, wird Zeit, dass der Wasserstand hier erhöht wird für die darin lebenden Tiere, Fische. Es wird bald wieder soweit sein. Das ist ja immer ein kleines Spektakel dann hier zu sehen, wenn das Wasser hier drüben in die Xalka läuft. So, es ist 8 Uhr und 7 Minuten, wir haben 24 Grad. Auch von hohen Wellen noch keine Spur. So, und hier der erste Eindruck, viel Feuchtigkeit in der Luft, das seht ihr hier durch den etwas erhöhten oder stärkeren Wellengang kommt auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit hier an den Strand. Sonnenaufgang um 7.18 Uhr. Und um 20.58 Uhr der Sonnenuntergang, Luftfeuchtigkeit 70%. Der Wind soll auffrischend sein bis 30 Stundenkilometer. Und es soll ja eigentlich warm werden. Wir warten es ab. Es soll 3 Grad wärmer werden heute, wie die gestrigen Temperaturen angesagt waren. Dann müssten das so maximal 32 Grad sein, 31, 32. Ja, das ist der Stand der Dinge heute Morgen hier am Strand um 8 Uhr. Und ihr seht schon die Wellen, es sind immer so 2, 3 hintereinander etwas verändert.
ja, einfach nur schön, am frühen Morgen hier entlang gehen zu dürfen. Der Blick in die Berge, ja, viel sieht man nicht. Ja, so, ich gehe jetzt mal ein bisschen zügiger in diese Richtung. Ja, hier sieht schon ganz anders aus. Ja, und der Unterschied von dem oberen Plateau hier und nach unten sind bestimmt zwei, ich würde sagen so 1,5 Meter. Da fehlt also richtig viel Sand und die Wellen ganz heftig. Fünf, sechs Wellen sieht man hintereinander. Ja, einfach nur schön das Zusammenspiel der Wellen. Ja, der Blick Richtung San Agustin, da gibt es nicht viel zu sehen. Ja, wunderschön. Und jetzt geht's dann auch wieder langsam zurück. Ja, wunderschön.
So, jetzt geht's wieder Richtung Faro. Ja, das sieht auch sehr schön aus hier, die Dünen von dieser Seite. Und das Hintergrundbild, das Rio Palas, ist immer ein schönes Motiv. Ja, hier wesentlich weniger Wellen, weniger Bewegung im Wasser. Und man kann hier doch jetzt relativ recht gut schwimmen, sehe ich gerade. Und ich werde es dann doch einfach mal wagen. Ja, gestern kam eine Nachricht. Ich bin mal ganz vorsichtig, will mich auch nicht weit aus dem Fenster beugen, die Bürgermeisterin sagte, dass es doch sein kann, dass die Kioske in Kürze eröffnen. So vorsichtig ausgedrückt. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Und sobald ich irgendwas erfahre oder ich sehe es morgens, die werden ja dann sicher alle nochmal überprüft werden, dann sage ich selbstverständlich Bescheid. Dann die Frage Kartenzahlung liegen. Schirme immer noch das gleiche, ja. Der nächste Punkt, die Preise jeweils 2,50 für den Schirm und für die Liege. So, einmal in die andere Richtung. Der Blick in die Berge, immer noch nicht viel mehr zu sehen. Hier der Monte Leon vor uns, aber man sieht nicht viel. Ja, das ist immer noch die schönste Musik hier am Morgen. Ja, mit diesen Bildern werde ich mich dann auch verabschieden und wünsche euch einen schönen Tag und vor allen Dingen ja bei hohen Temperaturen dann immer eine besondere Vorsicht geboten
dass man da unbeschadet da durchkommt. Ich sage jetzt, passt auf euch auf, bleibt gesund, vielen Dank fürs Teilen der Videos, fürs Abonnieren, Weiterleiten und die netten Kommentare und sage bis später zur Realität bzw. zum nächsten Wettervideo, morgen, wo auch immer. Hasta luego.